So hört sich Bass an, meine Damen und Herren. Greta Paluch. So, das ist das Abiturlied, der Basslauf vom vorletzten Jahr, beziehungsweise schon bereits vom Abiturlied 2007 und 2008. Und genauso mit einem solchen Zitat wird jetzt das nächste Lied vom Abitur 2011 beginnen. Geht los. Es war die Hölle, manche haben's nicht geschafft. So geht das Abi-Lied vom Jahr 2008. Es war die Hölle, doch jeder von uns hat's gepackt. So hört sich Schlagzeug an, der auch gern mal genutzt werden möchte. Es gibt ein anderes rhythmisches Schema jetzt, um natürlich diesen Wechsel zu verdeutlichen. Es war die Hölle, doch jeder von uns hat's gepackt. Der Schlagzeuger hat's immer noch nicht so ganz, mein Damen und Herren. Ich bitte hiermit den Schlagzeuger, sein Spiel zu unterbrechen. Wobei, erstmal Schlagzeugstunde, würde ich sagen. Mein Damen und Herren, Florian Kretzle. Können wir mal weitermachen mit dem richtigen Rhythmus? Also, pass auf. Es war die Hölle, doch jeder von uns hat's gepackt. In der Prüfung ohne Ahnung hätte einfach keinen Spaß gemacht. Jetzt nehmen wir die Post, Flieger gehen aus dem Ring hervor. Es ist der Ernst des Lebens, der den Kampf gegen uns verloren. Und jetzt machen wir erstmal gar nichts. War das, was jeder von uns schwor. Ein Kampf gegen Sprossachse und Lippenblütengewächs, gegen den Hold-Effekt und das Energieerhaltungsgesetz. Ein Kampf gegen den kategorischen Imperativ, der dann Trundle und Marmalade reichlich gut verlief. Häufig hatten wir keinen Plan, manchmal antworteten wir nicht. Je ne sais pas, je suis en baguette. Häufig hieß es vor zur Tafel, dann setz dich, lerne du. Die Zeiten sind vorbei, der Affe tot, die Klappe zu. Und wir haben unsere Ruhe. Stufenfahren und Rennschwein Rudi Rüssel mit Barmixer Hans Gelenk und Literaturschlüssel. Genug Kurven wird diskutiert, Komplementärkontraste erkannt. Es war ja wirklich nett, aber leider sehr uninteressant. Und wir haben's dann für uns entschieden in der allerletzten Runde. Nichts von all dem Wissen ist hängen geblieben und trotzdem haben wir unsere Punkte. Und da wollten wir uns bedanken bei all den netten Lehrern, die unangekündigte Tests angekündigt haben. Danke. Bei all den netten Lehrern, die gefälschte Unterschriften nicht als solche erkannt haben. Danke. Bei all den Ärzten, die uns krank geschrieben haben. Danke, 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 danke. Und der Rest, der hatte mit uns seinen Spaß. Gutes Gelingen, und wenn sie auch durch sind, können sie auch ein Liedchen davon singen. Doch bis dahin heißt es warten auf Pause, Schulschluss und das Abitur. Aber das Letzte erreicht man nur durch gute Punkte in der letzten Runde. Siegt durch Punkte in der letzten Runde.
Schließlich hat verdient es technisches K.O. Abi 2011, oh. 70 Punkte in der letzten Runde. 70 Punkte in der letzten Runde. 70 hat verdient es technisches K.O. Abitur 2011, wow.